Wie schon damals beim Angriff der Russen auf die Ukraine hat der amerikanische Geheimdienst wieder gute Arbeit geleistet, indem er heute gesagt hat, innerhalb der nächsten 12 Stunden, da kommt ein Angriff des Iran auf Israel. Vermutlich hat eben dieser Geheimdienst über Satelliten Kenntnis von Bewegungen. Das kannst du nicht komplett geheim halten. Dementsprechend kam heute die Meldung raus, da ist dieser Angriff unmittelbar bevorstehend. Dementsprechend haben wir gesehen, dass die Aktienmärkte nach unten gegangen sind. Gold gestiegen ist, Renditen gefallen sind und Bitcoin gefallen ist. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Erkenntnis, die man an solchen Handelstagen bekommt. Nämlich das eine ist wirklich ein sicherer Hafen und das andere, nämlich Bitcoin, das ist ein Liquiditätsasset, das dann profitiert, wenn Risk-On der Fall ist und wenn eben viel Liquidität der Fall ist. Und Bitcoin hätte eigentlich noch mehr profitieren müssen von dieser Bazooka aus China. Aber sei es drum, wir wollen uns die Lage mal anschauen, die natürlich fluktuierend ist. Eins ist klar, werde ich jetzt hier das Video aufnehmen, dass dieser Angriff wirklich erfolgt ist. Derzeitiger Kenntnisstand, gut 400 Missiles habe der Iran auf Israel gefeuert. Da gibt es schon einige Einschläge, es gibt Videos etc., aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier kam also diese Meldung, Angriff steht unmittelbar bevor und so ist es dann auch gekommen in den letzten Minuten. Offenkundig eben über 400 solcher Missiles und das sind eben nicht Drohnen oder andere, naja, eher langsam fliegende Objekte, sagen wir mal, die die Israelis beim letzten Angriff ziemlich entspannt haben abwehren können. Diesmal soll es sich um ballistische Waffen handeln, also um Dinge, die ein bisschen schneller unterwegs sind, dementsprechend auch schwerer abzufangen sind. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte hier ausgeht, wie es weitergeht. Eins auf jeden Fall haben wir gesehen. Der Ölpreis ist sehr deutlich gestiegen auf über 70 Dollar, nämlich WTI. Und jetzt haben wir die Situation, Öl ist sehr deutlich gestiegen. Wir haben jetzt diesen Hafenstreik in den USA, dazu gleich mehr. Und wir haben Zinssenkungen durch die Fed. Also ein besseres Umfeld kann sich Inflation in gewisser Weise gar nicht wünschen. Und Öl ist ja zuletzt gefallen nach der Nachricht. Ja, die Saudis, die wollen jetzt mehr Öl fördern, halten nicht mehr an dem 100-Dollar-Ziel fest für den Ölpreis. Und jetzt wissen wir vielleicht auch, warum denn? Saudi-Arabien hat jetzt gemeldet, wir haben nur ein Wachstum von 0,8% statt 4,4% erwartet und haben ein ziemliches Budgetdefizit. Also will man wahrscheinlich einfach mehr Öl pumpen, um letztendlich eben auch mehr Geld zu verdienen. Auch wenn der Ölpreis dann fällt, wenn man eben mehr produziert, als der Ölpreis fällt, dann rechnet sich die Geschichte immer noch. Eins aber ist klar, da waren viele Short auf Öl oder sind es nach wie vor. Öl ist gestiegen von 66 Dollar auf 71 Dollar in 6 Stunden. Viele, wie Goldman Sachs hier zeigte, waren eben Short in Energie, waren Short in Öl und das könnte jetzt ähnlich bitter werden wie Shorts etwa auf China. Schauen wir uns aber mal, wenn wir jetzt vom Öl wegkommen, Gold und Bitcoin an. Und hier sehen wir die unmittelbare Reaktion. Gold hier gelb und blau ist Bitcoin und wir sehen Bitcoin nach unten, Gold nach oben, Bitcoin wie gesagt Liquiditätsasset, Risk-On-Asset, dann immer gut, aber geopolitische Risiken, geopolitische Spannungen mit ungewissen Ausgang sind natürlich für ein Risk-On-Asset nicht so richtig gut, aber für einen sicheren Hafen wie Gold eben durchaus gar nicht so schlecht. Wir sehen hier, dass die Anleiherenditen gefallen sind, Flucht in den sicheren Hafen, Staatsanleihen in den vermeintlich sicheren Hafen, raus aus Aktien. Und so weiter und so fort. Also das, was eigentlich zu erwarten ist. Gestern hatten wir ja die Aussagen von Jerome Powell, die, naja, zumindest 2 Zinssenkungen andeuten, 0,25% nur, eben nicht die große 0,5er-Keule, wie wir sie jetzt bei der letzten Sitzung gesehen haben dazu, aber China eben mit dieser Bazooka, all das wirkt auf Gold ein, auf Bitcoin ein. Die etwas geringeren Zinssenkungen, die die Fed hier annonciert, eher negativ, sowohl für Gold als auch für Bitcoin. Der Stimulus durch China positiv eigentlich für Gold und Bitcoin. Und die Frage ist, wie geht es jetzt hier für Bitcoin weiter? Hier sehen wir mal den Wochenchart und wir sehen diese Wedge, die sich hier bildet. Bricht das nach oben aus mit China und Stimulus oder bricht es nach unten aus? Risk off wegen geopolitischer Spannungen, das ist die offene Frage, die noch zu beantworten ist. Aber wenn wir uns mal bestimmte Kernereignisse anschauen, wichtige Ereignisse anschauen seit 2020,
Zum Beispiel die Spannungen US-Iran, USA-Iran, da sehen wir, boah, das hat der Bitcoin nichts ausgemacht. Covid hat Bitcoin durchaus was ausgemacht, viel mehr als Gold. Gold damals 9% gefallen, Bitcoin 25%, dann 2020 diese Wahl. Hier, wer hat gewonnen, wer hat nicht gewonnen, Gold zunächst nach 10 Tagen 1% schwächer, Bitcoin dagegen gestiegen, aber bei der Invasion der Russen in die Ukraine Gold gestiegen, Bitcoin gefallen. Also tendenziell ist dieses Muster schon erkennbar, Risk-on-Asset, Liquiditätsasset und auf der anderen Seite eben ein Absicherungsasset für unschöne Dinge. Und wenn wir uns mal Bitcoin anschauen, dann sehen wir eben dieses Rauf, Runter in diesen abwärtsgerichteten Trendkanal, der aber eben fast durchbrochen wurde. Die Frage ist, gehen wir jetzt oben raus bei Bitcoin oder gehen wir ohne drunter, also dass wir zumindest unten diese Kanalbegrenzung mal testen. Das wäre dann etwas was über 50.000 Dollar. Und was mit Gold passiert, ist eben auch die große Frage. Ein unterstützender Punkt jedenfalls ist, dass CTAs, also Vermögensverwalter in den USA, egal in welchem Szenario, wohl etwa 3 Milliarden Dollar investieren müssen aufgrund der Positionierungen, um Gold zu kaufen. Wir werden sehen, was das ausmacht. Zentralbanken sind ja ein wichtiger Faktor. ETF-Zuflüsse sind ein Faktor etc. etc. Eins aber scheint klar, meine Damen und Herren, der Dollar ist stärker geworden. Liegt auch vor allem am Euro, dazu gleich mehr, aber Dollarindex jetzt doch deutlich erholt von den Tiefs, wieder über 100. Wir sehen, dass die Anleiherenditen hier fallen sind. Bonds rally, stocks drop as Mid-East fears mount, so titelt Bloomberg. Und der WIX 11% gestiegen, aber unter 20, jetzt hier ein Twitter-Kommentar, also hier, es droht der dritte Weltkrieg und der WIX ist nicht mal bei 20, naja, ob der dritte Weltkrieg droht, wir hoffen es nicht, aber es ist eben eine Geschichte, die schwer auszurechnen ist. Eins ist klar, der Iran war immens unter Druck. Erst hat man hingenommen, dass der Hamas-Chef in Teheran, also im eigenen Wohnzimmer, von den Israelis getötet wird. Dann hat man zugelassen und die Füße stillgehalten, als die komplette Hezbollah-Führung getötet wurde durch die Israelis, plus Angriffe im Libanon etc. Und irgendwann musst du agieren, sonst bist du sozusagen geopolitisch kein Faktor mehr. Dann sagen alle, ja, die Iraner, große Worte von Rache und so und Schnipp. Und dann kommt wieder nichts, also wieder das typische Säbelrasseln. Also war Teheran mehr oder weniger gezwungen, etwas zu machen. Und die Frage ist nur, wie viel ist es? Was wird für Schäden angerichtet und wie wird dann Israel darauf reagieren? Das wird die entscheidende Frage sein aus meiner Sicht für die Märkte. Wir sehen hier, zwischenzeitlich war das Minus größer, dann sahen wir eine Erholung, jetzt ist es wieder nach unten gegangen, vielleicht geht es wieder nach oben, je nachdem wie die Lage ist, das kann schnell gehen, aber eins ist klar, Nasdaq, der schwächste Index mit dem Russell 2000, vor allem die Dickfische im Tech-Bereich, Microsoft, Nvidia, Apple, Broadcom, Tesla, die sind alle negativ, die Energiewerte sind positiv, macht natürlich durchaus Sinn. Warum ist Tech negativ? Naja, ein Punkt dürfte sein, Apple. Hier hat Barclays sich geäußert und gesagt, ja, also die Apple 16 Nachfrage, die iPhone 16 Nachfrage, die ist wohl ziemlich mies. Gestern ja JP Morgan gesagt, oh, die Nachfrage ist ganz toll. Alles, was wir aber bisher wissen, ist, dass die Nachfrage nicht so toll ist. Dementsprechend Barclays wohl eher zu vertrauen ist als JP Morgan. Gestern ja Apple sogar auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Also diese Aktie ist wirklich ein Wunder, mit das teuerste, was sie auf diesem Planeten finden. Eine Firma, die auf einem Produkt sitzt, an dem letztendlich alles hängt, eben auch die Dienstleistungs-, die Serviceumsätze. Das ist schon spektakulär. Spektakulär auch, dass keiner Angst hatte. Wir sehen hier Hedging, Put-Call-Ratio, also wie stark sind die Absicherungen? Fast überhaupt nicht der Fall. Und unten sehen Sie die Grafik, die zeigt, dass der Oktober, was die Volatilität betrifft, von der Spitze, also vom Monatshoch zum Monatstief, der volatilste Monat ist mit 4,6%, also Monatshoch bis Monatstief 4,6%.
1% im Durchschnitt und gleichzeitig sehen wir eine so extreme Long-Positionierung in den US-Futures, etwa hier beim S&P 500 Future, wie wir sie noch nie gesehen haben. Also alle und Schmitz Katze sind auf der Long-Seite, genauso wie mir alle Leute sagen, vor allem die irgendwie kryptoaffin sind, ja, Bitcoin muss jetzt steigen, aber bisher ist es noch nicht so richtig gestiegen, muss man ja sagen, kann alles noch kommen, wir werden sehen. Und interessant auch, dass in Sachen Optionen, die ja immer wichtiger werden für die Märkte jetzt, die Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen, die vorher extremes Long-Gamma hatten, also eine extreme Long-Positionierung, Long-Absicherung, das ist jetzt mit dem Quartalsende plötzlich komplett vorbei. Jetzt nur noch minimale Long-Positionierung, und wenn die Dealer mit einem sehr hohen Long-Gamma versehen sind oder das in ihren Portfolios haben, dann sieht man meistens dieses Muster Buy the Dip, aber Sell the Rally, sodass die Märkte irgendwie sich einpendeln. Mal schauen, wie es weitergeht. Apropos, meine Damen und Herren, jetzt mal finde ich was wirklich Lustiges, und zwar gibt es hier die Deutsche Börsenliga. Also da ist die Situation so, man kann sich da kostenfrei, komplett ohne irgendwelche Verpflichtungen registrieren und kann dann 10 Aktien auswählen, von denen man denkt, dass die aussichtsreichsten sind derzeit. Man kann eine Aktie nur einmal am Tag bewegen, also nicht irgendwie eine Aktie rein, dann steigt die 3% dann gleich wieder raus, sondern man kann erst am nächsten Tag wieder agieren, damit das nicht so ein Gezappel ist. Und die ganze Geschichte ist insofern witzig und spritzig, weil das ein Wettbewerb ist. Wir werden eine Gruppe machen von Leuten, die sich über Finanzmarktwelt anmelden, aber die insgesamt in Deutschland aktiv sind. Da gibt es auch eine Rangliste, und jedes Quartalsende wird dann der Sieger ermittelt, und der Sieger bekommt dann einen Amazon-Gutschein in der Höhe von 150 Euro, der zweite 100 Euro und der dritte 50 Euro, also jeweils Gutscheine. Ich packe Ihnen mal den Link drunter, schauen Sie sich das mal an, ich finde das echt ganz cool und denke, das macht richtig Laune. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung ist natürlich der zweite Teil dieses Videos. Da wollen wir uns nochmal vertieft ein paar hochinteressante Dinge angucken. Also beide Links unter dem Video, auch der zweite Teil. Bis gleich, Servus, ciao.